Guten Abend. Zwei Wochen haben wir den Sportlerinnen und Sportlern aus Sachsen-Anhalt die Daumen gedrückt. Seit wenigen Stunden sind die Spiele vorbei. Wir schauen auf die Olympia-Highlights. Tokio, ein Thema heute bei uns. Außerdem, das Daumendrücken hat sich gelohnt. Sachsen-Anhalt durfte bei den Olympischen Spielen ein paar Mal richtig jubeln. Zugegeben, es waren keine gewöhnlichen Spiele, aber welche, die garantiert in Erinnerung bleiben. Ja, aber bevor es nach Peking geht, sprechen wir in der Sendung darüber, wie unsere Sportreporterin in Tokio die Spiele erlebt hat. Gleich im Sport mit Marco Pahl. Und weiter geht's mit dem Blick auf fremde Köpfe. Wenn das Haar liegt, gibt das den meisten von uns ein gewisses Selbstvertrauen. Wir wissen, wie wichtig ein guter Haarschnitt ist. Für viele gehört er ganz einfach dazu. Jedoch nicht für alle. Vor allem nicht, wenn das Geld fehlt. Sozial benachteiligte Menschen haben in Magdeburg heute kostenlose Haar- und Bartschnitte erhalten. Tolle Aktion. Wir starten morgen in die dritte Ferienwoche. Ein bisschen Zeit bleibt also noch, bevor der Schultrubel wieder losgeht. Um Kinder zum Schulstart vor Corona zu schützen, sollen nun auch Minderjährige ab 12 Jahren ein Impfangebot erhalten. Das haben die Gesundheitsministerin und Minister letzte Woche beschlossen. In Quedlinburg gab es an diesem Wochenende die Möglichkeit dazu. Das Coronavirus beschäftigt uns nach wie vor, genau wie die Situation in den Hochwassergebieten im Westen Deutschlands. Der kleine Ort Stolberg im Harz ist bekannt für mittelalterliches Fachwerk und schmale Gassen. Weniger bekannt ist er für seine Partnerstadt Stolberg im Rheinland. Eine Stadt, die vom Hochwasser massiv beschädigt wurde. Um zu helfen, findet in diesem Moment auf der Waldbühne in Stolberg im Harz ein Benefizkonzert statt. Weniger mit Musik als vielmehr mit schwerer Technik waren in den vergangenen Tagen auch zahlreiche THW-Kräfte in den Unwetterregionen im Westen unterwegs. Heute sind einige von ihnen nach Sachsen-Anhalt zurückgekehrt. Rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland pro Jahr im Müll. Das hat das Thünen-Institut im Auftrag des Bundesernährungsministeriums ausgerechnet. Ein Fakt, den wir alle mehr oder weniger kennen. Nur was dagegen tun? Die Frage stellte sich auch Andreas Gottschalt aus Halberstadt und lieferte eine Antwort. Er gründete die Initiative Gastro hilft. Der Spiegelsaal im Schloss Köthen, ein prächtiger Raum. Entlang der Wände sind 720 kleine Spiegel montiert, daher kommt auch der Name. 1823 soll er ein Geburtstagsgeschenk gewesen sein. Herzog Friedrich Ferdinand schenkte ihn seiner Gattin Juli von Anhalt-Köthen zum 30. Geburtstag. Und da so ein Saal nach 200 Jahren auch mal an Pracht verliert, wurde er in den letzten Jahren teuer saniert. Nach dem Saal geht es nun mit dem ganzen Schloss Köthen weiter. Die großen Pläne stellt uns Marc Burgemeister vor. Und wir beide sagen auf jeden Fall Glückwunsch in den Süden Sachsen-Anhalts. Und Jeanette, ich weiß von dir, heute geht auch ein Glückwunsch an alle Stubentiger, denn heute ist internationaler Tag der Katze. Stellt sich die Frage, bist du eher Katze oder Hund? Ich bin 100% Hund, aber man sieht es ja schon im Hintergrund, das finde ich ist doch ein ganz niedlicher Vertreter der Gattung Katze, oder? Auf jeden Fall. Am Ende der Sendung zeigen wir Ihnen oft Fotos von Zuschauerinnen und Zuschauern und diesmal schickte uns eben Katze Amigo ein Selfie. Amigo wohnt in Magdeburg und demonstriert auf diesem Foto ganz offensichtlich seine Zuneigung zum Fernsehprogramm und bestimmt auch zu unserer Sendung. Wenn Sie auch tolle Fotos haben, laden Sie sie gerne hoch auf mdr.de/sah. Und zum Schluss schauen wir noch in den Himmel. Neue Woche, neues Wetter und Stefanie sagt uns, wie es wird. Für alle Sonnenhungrigen sind das doch gute Aussichten und wenn Sie dann noch frei haben, umso besser. Gleich nach MDR Aktuell läuft hier Kripo Live. Da geht es ab 19.50 Uhr unter anderem um die Ermittlungen nach dem Cyberangriff auf die Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld. Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder, 19 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis morgen Abend. Tschüss.